Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Meine Damen und Herren, Deutschland, die EU, wir alle wollen angesichts dieser Ereignisse nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir müssen verhindern, dass weitere Menschen im Mittelmeer zu Tode kommen. Migration ist schwierig genug. Migration darf keine Frage von Leben und Tod werden. Und es ist ganz erstaunlich, wie Beifall an dieser Stelle verteilt war. Ich habe eben den Bundesinnenminister aus der Bundestagsdebatte von gestern zitiert. Es kommt offensichtlich in diesem Hause auch darauf an, wer welche Position sagt und nicht was für eine Position. Was ich angesichts der Katastrophen, über die wir heute reden, erstaunlich finde. Wir wollten eigentlich einen Antrag aller Fraktionen, SPD und CDU offensichtlich nicht. Warum eigentlich nicht? Finden Sie, das hat nichts mit Berlin zu tun? Dazu drei Gedanken. Erstens, ohne Menschen, die auch auf der Flucht nach Berlin gekommen sind, wären wir immer noch das kleine Fischerdorf im Sumpf an der Spree. Sind wir aber nicht. Zweitens, Sie ignorieren die Fluchterfahrung vieler Berlinerinnen und Berliner. Ich erinnere an einen regierenden Bürgermeister dieser Stadt, der seine Heimat auch mal über ein Meer verlassen musste. Aber ich erinnere auch an Käthe S., wenn Sie die Ausstellung draußen der Sozialstiftung Köpenick sich anschauen. Menschen, die Fluchterfahrung in unserer Stadt haben und denen vielleicht nahe geht, was auf dem Mittelmeer passiert. Und drittens, natürlich das Engagement vieler Berlinerinnen und Berliner heute für Flüchtlinge in unserer Stadt, die sich mit dem Leben und der Flucht der Flüchtlinge auseinandersetzen und die dazu auch eine Beziehung haben. Wir haben uns zu Beginn der Sitzung erhoben, um der ertrunkenen Menschen zu gedenken. 800 Menschen, hat der Präsident gesagt, die gestorben sind seit vergangenen Sonntag. Aber jeden Tag sterben Menschen im Mittelmeer. Jeden Tag. 400 Anfang vergangener Woche, über 800 Ende letzter Woche, am Montag wieder 300 vor Rhodos. Und das sind nur die Zahlen, die wir kennen. Willy Brandt hat gesagt, wer Unrecht duldet, stärkt es. Deshalb wollen wir dieses Unrecht nicht dulden, sondern handeln. Mare Nostrum, die italienische Seenotrettungsmission, muss wieder aufgelegt werden. Und wer sich auf der Seite des italienischen Verteidigungsministeriums informiert über die Mission, die italienische Marine und Luftwaffe hat insgesamt 421 Operationen durchgeführt in diesem Jahr, wo Mare Nostrum galt, und hat 150.810 Menschen gerettet. 150.810 Menschen, die nicht sterben mussten. Übrigens zu einem Budget von 9 Millionen Euro pro Monat. Auf Druck der EU und auch aus Deutschland, weil der Bundesinnenminister ja damals die Position vertrat, man darf die Leute nicht an Bord von Schiffen holen und nach Europa bringen, weil das würde ja andere ermutigen, musste das beendet werden und wurde durch die Frontex-Mission Triton ersetzt. Deren monatliches Budget 2,3 Millionen. Nun wird über eine Verdopplung geredet und Verdopplung heißt 4,6 Millionen. Auch das wäre nur die Hälfte von dem, was Mare Nostrum hatte. Es ist nicht genug. Nun gibt es eine Initiative aus dem Europaparlament, einen offenen Brief an den Parlamentspräsidenten, das Budget der Europäischen Union zu blockieren, unterstützt aus allen Parteien, also zumindest den demokratischen, wie ich erfreut zur Kenntnis nehme, wenn Mare Nostrum nicht wieder aufgenommen wird. Und es gab am Montag eine Kolumne von Gerd Müller, dem Entwicklungsminister, immerhin Entwicklungshilfeminister, immerhin CSU-Mitglied, der deutlich formulierte, stand in der BZ, wir machen uns mitschuldig, wenn das Mittelmeer jetzt zum größten Friedhof Europas wird. Wir brauchen eine sofortige Wiederaufnahme der Rettungsaktion Mare Nostrum durch die Europäische Union. Am Geld darf dies nicht scheitern. Wenn nötig, können wir eine Vorfinanzierung leisten. Notwendig ist darüber hinaus, dass wir Länder wie Italien, Griechenland und Malta, an deren Küsten die Flüchtlinge stranden, unterstützen. Ich finde, wir sollten heute gemeinsam dem Senat den Auftrag erteilen, aktiv zu werden. Ganz im Sinne von Harald Höppner, der am Sonntag bei Jauch zu mehr Taten aufgerufen hat und zu weniger Worten.
Es geht auch um einen Lackmustest, ob die vielbeschworenen europäischen Werte tatsächlich etwas wert sind. Ganz im Sinne von Matthäus 25, und gestatten Sie mir, dass ich das noch zitiere. Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Vielen Dank. Vielen Dank.